Während der gesamten Erntezeit werden folgende drei Bereiche jetzt nochmal verstärkt. Erstens, alle Betriebe werden in noch kürzeren Intervallen geprüft auf ihre Hygienekonzepte, und zwar aus gemischten Teams. Gemischte Teams aus Gesundheitsamt, Gewerbeaufsicht und Landwirtschaftsverwaltung. Und bei einem Termin komplett alle Hygienemaßnahmen von Unterbringung, Arbeitsweise zu überprüfen, unangemeldet, Tag und Nacht möglich, um zu sehen, ob an sich Vorgaben sich gehalten wird. Zweitens, alle Saisonarbeiter in Bayern werden durchgetestet, und zwar verpflichtend. Und drittens, ganz wichtig für all diejenigen, die sich nicht an diese Vorgaben halten, der Bußgeldrahmen wird erhöht von 5.000 verfünffacht auf 25.000. Das heißt, beim Verstoß eines Betriebes und der Nichteinhaltung des Hygienekonzepts droht eine fünffach höhere Strafe, die dann angewendet wird. Wir brauchen zweitens verpflichtende Tests an Flughäfen, unbedingt, und zwar so schnell wie möglich. Verpflichtend, aber auch kostenlos an den Flughäfen. Wir bereiten alles vor, wenn der Bund uns die Rechtsgrundlage gibt, das muss über das Infektionsgesetz des Bundes gemacht werden, wenn das geht, dass wir sofort auf den Startknopf drücken können. Wir haben ja schon am Flughafen München-Nürnberg die kostenlosen Tests, die Teststrecken. Wir bereiten jetzt auch alles organisatorisch vor, dass dann bei Flügen aus Risikogebieten das entsprechend klar ist. Da muss man dann entsprechende Maßnahmen treffen, weil da muss ja jeder hingeführt werden bei solchen Flügen, also Flughafenorganisationen. Wir bereiten alles vor, dass wenn der Bund das rechtliche Okay gibt, dass wir das dann sofort umsetzen können und keinen Zeitverlust haben. Wir agieren aber nicht nur an den Flughäfen. Wir werden Folgendes zusätzlich jetzt anbieten, noch nicht verpflichtend, weil wir das rechtlich nicht können, aber freiwillig, sowohl für Auto als auch für Bahn. Bei vielen, die zurückkehren, gerade beim Auto, werden wir an den drei großen Strecken Walserberg, Pocking und Kiefersfelden in der Nähe der Grenze Teststationen aufbauen, sodass sich jeder dort testen kann. Gäbe es eine Verpflichtung, wäre es leicht, aber wir bieten das jetzt an, um dort ein schnelles Ergebnis auch zu haben, leiten es auch weiter. Es können sich auch Leute testen lassen, die nicht aus Bayern sind. Ausdrücklich, wir leiten das Ergebnis dann, wenn es so ist, weiter, weil normalerweise wäre es nur für die Bayern, aber wir wollen da an der Stelle auch Amtshilfe leisten. Und wir werden das auch im Hauptbahnhof in München und in Nürnberg machen, weil es viele auch Bahnreisende gibt.